herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir hier bei Your Next Hotel. Mein Name ist Christopher und ich bin mal wieder für euch unterwegs. Und zwar in Ägypten, in Hurghada, und darf euch heute das Desert Rose Resort vorstellen. Ich bin sehr gespannt, was mich erwarten wird. Let's go! Und denkt doch daran, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank! Ich habe gerade eben meine Keycard bekommen und ich freue mich wahnsinnig darauf, euch mein Zimmer nun vorstellen zu dürfen. Let's go! Wir haben hier wirklich ein sehr helles und lichtdurchflutetes Zimmer. Und zwar haben wir hier zwei Singlebetten. Dann finde ich es ganz nett, was uns hier dekoriert worden ist mit Blüten. Wir haben hier zwei Sessel und einen kleinen Tisch. Des Weiteren haben wir hier noch einen TV, einen Schreibtisch, einen kleinen Sessel und eine Kofferablegestation. Jetzt zeige ich euch noch den Ausblick von unserem Balkon. Der ist auch ganz nett mit einem Holzboden. Wir haben hier zwei Sessel, einen Tisch und wir gucken auf einen der drei Pools. Und dann geht es hier weiter. Und zwar haben wir hier noch eine Minibar, die bei All Inclusive mit inkludiert ist. Es gibt eine Kaffee- und Teestation. Des Weiteren einen großen Schrank, wo ein Spiegel aufgesetzt ist. Ganz körpergroß. Und dann haben wir hier noch ein Badezimmer, und zwar auch ganz in hell und weiß. Wir haben hier ein Waschbecken mit viel Ablagefläche, es gibt noch ein WC sowie eine große Dusche. Was mir wirklich extrem gut in diesem Hotel gefällt, sind die Balkone. Die sind alle aus Holz und rundherum ist eine Grünbepflanzung. Ich finde, das fügt sich super in die Natur ein und es gibt ein unglaubliches Urlaubsfeeling. Ich nehme euch jetzt noch ein bisschen mit durch die Hotelanlage. Und zwar befinde ich mich gerade am ersten der drei Pools, die dieses Hotel hat. Das ist der Relax-Pool. Ihr habt hier die Möglichkeit, vom kühlen Nass aus an einer Bar euer erfrischendes Getränk zu genießen. Des Weiteren habt ihr Palmen, von denen auch immer wieder Wasserfontänen spritzen. Und was ich richtig cool finde, sind diese kleinen Inseln, die man hier integriert hat. Hier ist eine Sonnenliege und die könnt ihr euch privat buchen. Und jetzt geht's weiter. Ja, angekommen bei Pool Nummer 2. Und zwar hat dieses Hotel sogar einen eigenen Olympia-Size-Pool mit einer Länge von 50 Meter. Das heißt, alle Schwimmbegeisterten, ihr könnt hier schon ganz früh am Morgen oder egal wann auch immer eure Bahnen ziehen. Angekommen bei Pool Nummer 3. Dieser Pool ist beheizt. Das ist der Aktivpool. Und hier wird dann zum Beispiel auch tagsüber Wassersport betrieben. Und jetzt geht's weiter bis zur Bucht, zur Lagune. Und letztendlich kommt ihr dann nach den drei Pooleinheiten zur Lagune und zu einer unverwechselbaren Bucht. Der Strandabschnitt hier im Desert Rose ist wirklich traumhaft schön. Und zwar hat man hier eine künstliche Bucht errichtet. In der Mitte habt ihr eine Insel und dort ist eine Bar mit integriert. Und über die zwei Brücken gelangt ihr dann zu diesem ja 360 Grad runden Strandabschnitt. Der Strand ist total leicht abfallend, das heißt, ihr könnt super einfach ins Wasser gehen. Und dadurch, dass es eine Bucht ist, habt ihr kaum Wellengang. Das macht es einfach, das Meer leichter zu händigen. Das Schöne ist, ihr habt auch
rundherum viele Sonnenschirme. Des Weiteren verfügt alle Sonnenschirme ebenfalls noch über den perfekten Windschutz. Perfekte Bucht und den perfekten Strandabschnitt gefunden. Und vermutlicherweise wirst du gerade auf Hotelsuche sein und ich weiß, das kann manchmal ganz schön schwierig sein. Deswegen schau doch gerne mal meine YouTube-Kanalseite durch. Vielleicht entdeckt der ein oder andere von euch ein Hotel, was dann letztendlich auch dein nächstes sein könnte. Und es wäre super, würdet ihr mich unterstützen, indem ihr mich und meinen Kanal abonniert. Vielen Dank. Das Bella Vista ist wirklich etwas ganz Besonderes, denn ihr habt hier ja von allen Seiten Meer. Und zwar guckt ihr hier direkt aufs Meer hinaus, dann fühlt man sich hier wie in einem Strandhaus. Und von hier blickt ihr ebenfalls aufs Meer hinaus, in die Lagune, zur Hotelanlage. Also es ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Im Übrigen ziehen sich die Hotelgebäude von der Rezeption an der Bucht vorbei, direkt hinunter zum Meer. Und man hat hier wirklich einen unverwechselbaren Sonnenuntergang. Das Schöne an dem Restaurant ist, dass es hier eine richtige, regelrechte Buffetstraße gibt und dass es keinen großen Speisesaal gibt, denn ihr habt hier immer wieder kleine Kojen und dadurch hat man immer das Gefühl, man ist in einem kleinen Restaurant und hat nicht diesen Mensa-Charakter von manchen Hotels. Ich habe für euch jetzt noch ein paar Zahlen, Daten und Fakten zum Hotel. Und zwar verfügt das Hotel über unglaubliche 816 Zimmer und es gibt 40 luxuriös ausgestattete Suiten. Des Weiteren habt ihr 4 à la carte Restaurants, unter anderem mexikanisch, italienisch, orientalisch und auch ein Fischrestaurant. Des Weiteren habt ihr 3 Pools und es gibt 9 Bars, die sich wirklich von der Rezeption bis hinunter zum Strand ziehen, wo ihr immer ein erfrischendes Getränk bekommt. Aquapark ist klein, aber fein. Ihr habt die Möglichkeit, von 6 verschiedenen Rutschen zu rutschen und es gibt dazu sogar noch Reifenrutschen. Im Private Spa habt ihr unter anderem die Möglichkeit, Massagen zu bekommen. Des Weiteren gibt es hier einen privaten Jacuzzi für euch und sogar eine Trockensauna.
Das war's auch schon wieder von mir hier bei Your Next Hotel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir sehr gerne einen Daumen und einen Kommentar. Und das Wichtigste ist natürlich, unterstützt mich, indem ihr mich und meinen Kanal abonniert. Und freut euch auf noch ganz, ganz viele weitere Videos hier bei Your Next Hotel.